Mein Name ist Raja Schepers. Ich bin hier die Hauptpastorin an St. Petri in der deutschsprachigen Gemeinde in der dänischen Volkskirche hier in Kopenhagen. Ich bin vor 24 Jahren zum ersten Mal hier in Kopenhagen gewesen mit meinem damaligen Freund. Der war Architekturstudent und er war begeistert von dieser aufblühenden Stadt und hat auch mich für Kopenhagen begeistert. Und als ich dann hier gewesen bin im Zuge des Bewerbungsverfahrens, um mir diese Stadt und diese Gemeinde anzugucken vor 2 Jahren, da war ich überwältigt von der Schönheit dieses Kirchengebäudes, von der Lebendigkeit auf dem St. Petri-Kirchhof und von der guten Zusammenarbeit mit der Schule. Und so habe ich mich dann beworben und bin sehr froh, hier zur Hauptpastorin gewählt worden zu sein. Und nun eben seit dem 1. August 2019 hier als Hauptpastorin, als erste Frau in der Geschichte in diesem Amt tätig sein zu dürfen. Hier in den St. Petri Grabkapellen liegen viele einerseits bedeutende Persönlichkeiten der deutsch-dänischen Geschichte. Der wohl interessanteste und vielleicht schwierigste Charakter war Johann Friedrich Struensee. Hier liegen möglicherweise die Überreste von Johann Friedrich Struensee. Diese Überreste sind vor etwas 100 Jahren gefunden worden und hierher gebracht worden in die St. Petri Grabkapelle. Man weiß nicht sicher, ob es die Überreste sind, aber wir gehen davon aus. Denn auch dieses Erbe gehört zur deutsch-dänischen Geschichte hier in Kopenhagen. Die St. Petri Kirche und die St. Petri Schule sind von alters her verbunden. Damals, 1575, wenige Wochen nachdem die deutschsprachige Gemeinde St. Petri gegründet worden war, wurde die St. Petri Schule gegründet. Denn man wollte gerne Kinder haben, die deutschsprachige Lieder singen und Kinder, die die Glocken läuten. Seit diesen Anfängen sind die St. Petri Schule und die St. Petri Kirche praktisch wie Zwillingsschwestern miteinander verbunden. Die Kinder nutzen heute unseren Kirchhof als Schulhof. Und dann gibt es die großen Feste, die wir gemeinsam feiern, Schule und Kirche. Und diese Verbindung lebendig und aktiv zu halten, das ist der Kirche und der Schule ein wichtiges Anliegen. Na, ihr Großen? St. Petri versteht sich als Brücke zwischen der deutschen und der dänischen Kultur. So bieten wir beispielsweise Orgelkonzerte an von dem deutsch-dänischen Komponisten Buxtehude. Oder wir bieten Lesungen und Vorträge an, die auch ein Schlaglicht auf die deutsch-dänische Geschichte und auf die Gegenwart werfen. Zum Beispiel zu Richard von Weizsäcker, dem bedeutenden Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, der hier in St. Petri zur Schule gegangen ist und dessen großer Bruder hier in der Kirche konfirmiert worden ist. Was besonders noch ist in den Grabkapellen, sind diese Kanonenkugeln. Sie stammen von dem Bombardement durch die Engländer 1807. Ich liebe viele Formen von Kultur. Ich liebe Musik, zum Beispiel Orgelmusik. Ich liebe Kinofilme, die großen dänischen Kinofilme, die von Susanne Bier gemacht worden sind oder die anderen Dogma-Filme. Das sind berührende, großartige Filme. Und ich liebe natürlich auch dänische Bücher. Zurzeit zum Beispiel lese ich gerade den neuen Kriminalroman von Katrine Engbert. Das sind ja Kopenhagen-Krimis und es ist einfach aufregend, diese Bücher zu lesen und dann an den Orten vorbeizuradeln, wo in dem Buch die Leichen gefunden werden. Natürlich liebe ich auch deutsche Kultur und deutsche Sprache. Ich sehe sehr, sehr gerne Theaterstücke in Deutschland und bin dort gerne ins Theater gegangen. Ich lese sehr gerne deutsche Bücher oder fand es jetzt spannend, als es diese Reihe gab vom Goethe-Institut, als hier deutsche Filme gezeigt worden sind in Kopenhagen. Eigentlich besteht eine starke Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark, zum einen geografisch und zum anderen natürlich kulturell. Seit Jahrhunderten schon befruchten sich beide Länder gegenseitig. Ich denke, dass es auch heutzutage sehr wichtig ist, dass man gegenseitig die Kultur des anderen Landes wahrnimmt, dass man Gemeinsamkeiten wahrnimmt, aber auch, dass man Unterschiede wahrnimmt. Zum Beispiel, dass es hier in Dänemark eine Königin gibt und in Deutschland offenkundig nicht. Was macht das aus für die Identität eines Landes? Oder was trägt es aus für die Identität von St. Petri, dass wir einen königlichen Patron haben?
Im Fremden merkt man ja immer umso mehr, wie die eigene Identität bestimmt ist durch das Land, wo man herkommt, und merkt auch manche Dinge, die man vorher für selbstverständlich gehalten hat, die gar nicht so selbstverständlich sind.